Herzlich willkommen zu den Bahnhelden. Wir sind mitten in der kalten Jahreszeit und wir dachten, wir entführen euch mal wieder in wunderbare Reiseberichte und Erlebnisse. Ich bin Dennis, an meiner Seite ist Cornelis. Hallo, guten Abend aus Göttingen. Und wir haben heute Milan zu Gast. Hallo Milan. Hi, Grüße aus Leipzig. Und du hattest uns geschrieben, weil du uns tatsächlich initial gefragt hattest, hey, habt ihr nicht ein paar Reisetipps zum Thema Alpen? Und da hatte ich dir dann geantwortet, nee, haben wir nicht, aber wenn du mal fertig bist mit der Reise, komm gerne her und erzähl mal drüber. Genau, ja. Ich hatte irgendwie, ich weiß nicht, wahrscheinlich hatte ich in euren Podcast oder so geschaut und dachte, gehofft, da noch irgendwie eine alte Episode über eine Tour durch die Alpen zu finden, und da bin ich nicht fündig geworden. Und genau, vielleicht kann ich ja heute ein bisschen berichten. Ja, das ist auch wunderschön. Was fehlt, dann einfach einliefern, das ist auch für euch Hörerinnen und Hörer, wenn ihr einfach von euren Reisen berichten wollt. Das machen wir ganz viel diesen Winter und das erweitert unser Kompendium und unseren Horizont in diesem kleinen Podcast. Aber bevor wir dann zu den Alpen kommen, bist du großer Eisenbahnfahrer oder eher so das erste Mal jetzt groß? Nö, ich weiß, das hat sich in den letzten Jahren so entwickelt, dass ich da irgendwie so gemerkt habe, dass ich auf jeden Fall so eine Affinität zur Eisenbahn habe und fahre gern und eine Zeit lang auch ein bisschen mehr. Da bin ich zwischen noch eine Zeit lang immer nach Erfurt gefahren. Aber sonst immer nur mit der Bahn unterwegs. Ich weiß nicht, Auto, habe einen Führerschein, aber fahre kein Auto. Von daher alles, was ich so mache ich mit der Bahn und genau. Auch Fernreisen mittlerweile, da ich dem Fliegen auch so ein bisschen abgesagt habe. Genau, deswegen viel mit der Bahn unterwegs. Wohlbekanntes Motiv jetzt in dieser Sendung. Ja. wenn ich so auf die Karte gucke und so gucke mir das Konzept Alpen überblicke, diese Alpen sind ja groß. Genau. Sie waren ja auch für Jahrtausende und Abermillionen von Jahren für Menschen ziemlich unüberwindbar. Mittlerweile kommt man da scheinbar ganz kurz durch, oder? Oder was war dein Impuls für die Alpen? Ich glaube, der Impuls von den Alpen kommt so ein bisschen, also ich habe die Reise mit meinem Vater gemacht, der auch irgendwie ausgewiesener Zugfan auf jeden Fall ist, auch eher hobbymäßig, jetzt nicht irgendwie so alter Eisenbahner oder so. Und ich glaube, wir haben früher immer auch gerne zusammen so auf Dreisat oder wo auch immer, oder Eisenbahnromantik beim SWR mal so ein bisschen uns die Dokus reingezogen. Da waren natürlich immer die Alpensachen irgendwie, die kleinen Bähnchen in der Schweiz und so weiter, immer sehr faszinierend. Und genau, ich persönlich kenne den Alpenraum eigentlich relativ wenig. Und daher kam dann so ein bisschen die Idee, das doch mal zu erkunden. Wie bist du dann da rangegangen? Hast du dir einfach gegoogelt, Alpen-Eisenbahn, oder was war dein Einstieg, da reinzukommen, weil ist ja schon groß alles dort. Ja, Tatsache habe ich so ein bisschen geschaut, wie die, beziehungsweise habe ich gegoogelt, was es gibt, und ich dachte, vielleicht gibt es irgendwie Seite, irgendwie 5 Tage Rundreise, 10 Tage Rundreise, wie auch immer. Da bin ich irgendwie nicht so richtig fündig geworden und war dann so ein bisschen enttäuscht, kann man vielleicht sagen, weil ich gehofft hatte, dass vielleicht irgendwer aus der Community schon mal irgendwie einen Beitrag geschrieben hat oder so. Und dann habe ich mich einfach selber rangesetzt und mir eine Excel-Tabelle gebaut. Und dann halt eigentlich ziemlich viel mit openrailwaymap.org, sagt euch vielleicht auch was, und wenn nicht alle Hörerinnen und Hörer, ist eine coole Seite, wo quasi auf einer OpenStreetMap-Grundlage die ganzen Bahnstrecken eingezeichnet sind. Mhm. Nee, sag ruhig. Weiter. Nee, ich wollte nur einfach fragen, das Ziel war jetzt, die Alpen abzufahren in der Schweiz oder auch Österreich, weil man denkt ja sofort an die schweizerischen Bahnen, aber Österreich hat ja auch noch durchaus einiges an Alpen und Bahnstrecken. Genau, ich weiß es gar nicht so genau, aber was war das Ziel? Wie weit flächendeckend wolltet ihr zusammen euch die Alpen anschauen? Ja, schon. Also ich glaube, so das erste Bild, was wir im Kopf haben, war auf jeden Fall die Schweiz. Dann aber natürlich irgendwie auch Österreich und ein bisschen Italien haben wir auch gemacht. Das sind ja eigentlich so die 3 Länder mit Frankreich dann noch zusammen, wo die halt wirklich so in den Kernalpen liegen. Initial war es eigentlich eher die Schweiz, aber dann Österreich noch mit dazugekommen, auch aus Kostengründen, weil ich mir vorher schon dachte, so, oh Gott, wenn man die ganze Zeit in der Schweiz unterwegs ist, das wird ganz schön teuer.
Und das hat sich dann auch bewahrheitet und von daher, genau, haben wir auch noch mit Österreich auch noch ein bisschen was erlebt. Wie sah denn eure Anreise dann aus? Das heißt, du warst jetzt, wie lange wart ihr unterwegs? Wir waren 10 Tage insgesamt unterwegs. Okay. Und das heißt, eure erste Etappe war dann Leipzig und dann wohin? Genau, ich aus Leipzig, mein Vater aus Hannover und dann sind wir nach Salzburg gefahren. Okay. Mhm. Und das war dann quasi auch eure erste Übernachtung und von da aus dann weiter? Genau, das war unsere erste Übernachtung und von da aus, genau, sind wir dann weiter nach Lienz in Osttirol gefahren. Genau. Das muss ich mir jetzt auf der Karte erstmal anmachen. Ja, das könntest du gerne machen. Wie kommt man da hin? Also nach Salzburg kann ich mir noch relativ simpel vorstellen. Mhm. In Tirol ist das irgendwas Besonderes oder ist das aber auch ein ganz normaler Zug? Genau, das ist ganz normaler ÖBB. Da kann man einfach mit dem, Railjet, kann man dann von Salzburg nach Villach sind wir sogar gefahren, also haben uns noch ein bisschen mehr Strecke gegönnt. Genau, weil ich da auch mal auf einer Fahrradtour lang gekommen bin und wollte es gerne nochmal sehen. Und dann kann man von da aus mit dem Regio weiterfahren nach Lienz. Ja, und dann quasi auch da echt Highlight mit dem Railjet dann durch die Tauernschleuse. Einmal quasi die von dem Norden der Alpen in den Süden. Das ist schon ziemlich krass, so Bad Gastein hoch und dann auf der anderen Seite wieder runter. Da macht der Zug auf jeden Fall ordentlich Höhenmeter. Das ist schon spektakulär, wie man in die Täler dann hoch und runter fährt. Das macht sehr viel Spaß. Habt ihr da auch, also man kennt ja Panoramazüge aus der Schweiz, vielleicht kommen wir gleich noch zu, da bin ich gespannt, aber bei Österreich weiß ich es gar nicht, ob es da auch diese Panoramazüge gibt oder Panoramastrecken, wo man also besonders bewusst viel sehen kann, als Tourist auch die passenden Ausblickswagen buchen kann. Habt ihr sowas da auch in Österreich gehabt oder waren es normale Verbindungen? Wir hatten normale Verbindungen. Ich glaube, wahrscheinlich gibt es so ein paar Verbindungen in Österreich, die sowas bieten, aber die hatten wir jetzt nicht, haben wir nicht genutzt. Okay. Und dann war eure zweite Übernachtung quasi in Lienz. Genau. Und da habt ihr dann abseits auch von der Eisenbahn, seid ihr nochmal in die Berge gegangen oder habt ihr gesagt, nee, das wird eine pure Eisenbahnreise? Ja, es ist eine ziemlich puristische Eisenbahnreise geworden. auch aufgrund dessen, dass wir irgendwie halt viel unterwegs waren einfach mit der Bahn, weil die Strecken teilweise sehr lang waren. Genau, mein Vater ist halt auch nicht mehr... Der ist noch fit, aber so die Knie sind ein bisschen hin und dann so in den Alpen rumkraxeln macht dann auch nicht mehr so viel Spaß. Genau. So, das heißt, wir sind jetzt gerade räumlich quasi schon auf der anderen Seite der Alpen oder sind wir auf den Alpen eigentlich, um das uns mal vorzustellen? Weil wir sind ja von Salzburg hoch reingekommen, das ist ja irgendwie das Alpenvorland. Mhm. Und dann seid ihr quasi auf die Alpen rauf und dann sind wir quasi hinten wieder raus. Oder wo sind wir gerade so räumlich? Genau, also ich verstehe das als die Südseite der Alpen. Ich kenne mich nicht so doll aus mit den ganzen Bergen, aber es ist auf jeden Fall schon so, ich würde schon sagen Südseite und von da aus geht es auch tendenziell eher runter Richtung Mittelmeer. Mhm. Wobei mit Tirol, Südtirol ist es ja noch ganz schön bergig. Ich habe hier gerade so eine schöne Karte offen mit auch, wo man die Strukturen erkennen kann. Das ist schon auch noch irgendwie mittendrin, oder? Also man ist noch nicht durch die Alpen durch. Das ist dann erst so Richtung, Italien auf jeden Fall erst, ne? Ja, ich glaube ja nur so die höchsten Berge liegen halt dann nördlich davon. So klar, das ist noch super bergig da, also es ist so schon sehr, 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 sehr hohe Gipfel noch um einen rum. So ist es nicht, ja. Genau. Wie ging es dann weiter? Dann seid ihr, das ist ja quasi auch räumlich, ist das ja irgendwo unten Österreich, in der Nähe zur Grenze zu Italien. Da habt ihr euch dann entschieden, jetzt geht's nach Italien rüber oder seid ihr nochmal in Österreich noch verblieben? Nee, wir sind dann tatsächlich nach Italien rüber. Ja, genau, weil wir dann, also die Idee war dann halt nach Innsbruck zu fahren. Ursprünglich hatte ich die Idee, wir sind jetzt quasi schon ziemlich weit im Westen von Österreich. Mhm. Ich hatte ursprünglich nochmal die Idee, noch weiter Richtung Osten, Richtung Wien, um dann noch die Simmering-Strecke zu fahren. Die ist ja auch ziemlich bekannt, auch glaube ich UNESCO-Welterbe. Sagt der eine oder dem anderen vielleicht auch was. Genau, das haben wir aber nicht gemacht, sondern da wir halt irgendwie ein zeitenlimitierender Faktor war und Geld auch, haben wir geguckt, dass wir uns eher dann so ein bisschen mehr Richtung Westen und Richtung Schweiz orientieren und sind dann genau über Bozen, wir haben noch einen kleinen Abstecher nach Süden gemacht, nach Innsbruck gefahren. Ja.
Und die war dann vor allen Dingen tags im Zug und nachts in den Städten im Hotel übernachtet, oder gab es da auch noch Zugübernachtungen mit dabei? Nee, das haben wir nicht gemacht. Wir haben uns keine Zugübernachtung gegeben. Ja. Aber dann gucke ich gerade wieder auf der Karte, das heißt, wir sind von Leeds nach Bozen und dann rüber nach Innsbruck. Das heißt, wir haben wieder die Alpen gequert. Das ist quasi eure zweite Alpenquerung. Genau, auf der Reise. An Tag 3. Ja. Und schon mehr als der manch oder andere Mensch nach der Eiszeit geschafft hat. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und dann war euer Tag in Innsbruck. Habt ihr wahrscheinlich noch die Stadt angeguckt? Genau, wir hatten dann, wir haben zwei Ruhetage im Endeffekt eingeplant, wo wir dann nur in Innsbruck waren, beziehungsweise nur in Innsbruck und dann noch in einer weiteren Stadt, wo wir vielleicht später noch zu kommen. Ja. Genau, in Innsbruck hatten wir dann so ein bisschen regenverhangenen Tag, aber sind dann noch, in Innsbruck hat ein relativ cooles Straßenbahnnetz, auch mit relativ neuen Wagen, und sind dann noch nach Fulpmes gefahren. Ich weiß nicht, wenn man so mal guckt auf die Karte, das ist so, warum auch immer diese Straßenbahn noch existiert, aber es ist super cool. Also wenn man mal in Innsbruck ist und Lust auf Straßenbahn hat, die fährt einfach so irgendwo in die Berge, und das ist, glaube ich, eigentlich irgendwo so ein Skiort im Winter, und im Herbst war da halt nichts los. Wir waren im September unterwegs. Genau, und das haben wir uns dann noch gemacht, und dann sind wir noch eine weitere bahntechnische Sache, die wir quasi an dem Tag gemacht haben. Da gibt es noch diese Nordkettenbahn oder sowas in Innsbruck, und davon sind wir den ersten Teil hochgefahren zu Hungerburg oder nach Hungerburg. Genau, das ist so eine Standseilbahn, die quasi in der Waagerechte ist und dann halt irgendwie fast so einen 45-Grad-Hang hochfährt. Okay, das auch ist ja beeindruckend. Das heißt aber, sowas hast du dir, solche Nebenereignisse oder quasi abseits von denen, habt ihr quasi euch, du hast dir erstmal die grobe Route dir zusammengelegt und hast dir irgendwie anhand der Fahrpläne was überlegt und hast dann geguckt, wo man quasi von da links nach rechts noch was Spannendes mitnehmen kann. Genau, ja. Okay. Also gerade über dieses Open Railway Map zoomt man halt rein, und dann kommen halt die ganzen Nebenstecken, ploppen halt auch so hoch, und dann denkt man sich, ah ja, cool. Das finde ich auch schön, ja, auch noch mal so der totaler Fokus auf Bahnfahren in allen möglichen Varianten, ob es jetzt normale Bahnen sind oder Standseilbahnen oder sowas, ist ein schönes Konzept. Dann auch zu zweit, und dann fahrt er ja auch Bahnfahren. Ich finde es sehr romantisch, sehr schön und auch, glaube ich, auch familiär ganz cool. Ja, auf jeden Fall. Da hat ja auch nicht jeder die Chance, sowas zu machen. Ja. So, das heißt, wir sind jetzt, wenn ich es richtig sehe, ihr habt euren Ruhetag gemacht, ihr seid in Innsbruck, und dann war wieder die Idee, weiter westlich zu fahren. Ja, genau, dann haben wir uns auch mal richtig gegeben und sind mit dem Railjet wieder, sind wir durch Liechtenstein durch, aber haben dann nicht angehalten, nach Zürich gefahren, und hatten eigentlich das so ein bisschen den Plan, in Zürich vielleicht nochmal, hatten einen kleinen Aufenthalt eigentlich eingeplant, aber das Wetter war dann irgendwie nicht so gut, und wir hatten schon so einen schlechten Tag in Innsbruck vorher, und dann haben wir uns dazu entschieden, nur einen kurzen Stopover zu machen in Zürich. Also wir waren nur, ich glaube, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde in Zürich, und sind dann die Gotthard-Strecke gefahren nach Locarno. Das ist dann quasi in der südlichen Schweiz am Lago Maggiore. Das ist ja mit diesen SOB-Zügen, die so eine goldene Lackierung haben. Sie haben noch nie so einen Zug gesehen, das ist unfassbar. Das musst du mal ein bisschen beschreiben. Ich glaube, das ist einfach nicht bekannt, was da fährt. Also, wir kennen es ja, in der Schweiz gibt es die SBB, aber es gibt halt so regionale Bahngesellschaften, die mehr oder weniger auch dem Staat gehören. Ja. Und eine davon ist diese Südostbahn, glaube ich, ist die Abkürzung, SOB. Genau. Ich weiß gar nicht, wie viele Strecken die hat. Auf jeden Fall hat sie, glaube ich, definitiv hat sie die Strecke Zürich-Locarno oder Basel-Locarno. Und da fahren relativ oder ganz neue Züge. Ich glaube, die sind erst seit letztem oder vorletzten Jahr drauf. Von Stadler Flirt 3 Züge in irgendwie, ich glaube, die sind zu Stadler hingegangen und haben gesagt, mach mal den tollsten Zug, den ihr uns machen könnt irgendwie. Oh, okay. Ich weiß nicht, also das muss man sich erstmal angucken, oder packt mal ein Foto in die Shownotes oder so. Das ist halt echt ein goldener Zug. Also nicht so Gold, so Deutschlandgold, sondern irgendwie so ein dunkles Gold mit roten, roten Applikationen drauf und super hochwertig innen. Ja, also es ist ein Interregio. Ich glaube, der läuft unter Interregio in der Schweiz. Also es ist so schneller Regionalzug in Deutschland.
Ja, aber einfach sehr, sehr hochwertig und mit sehr vielen Details. Irgendwie, da sind dann noch irgendwie die Alpen, so Alpenpanorama abgedruckt da drin, so stilisiert und Kenne ich nicht. Krass. naja, das ist schon ein toller Zug auf jeden Fall. Das lohnt sich damit mal zu fahren. Genau, und wir hätten auch natürlich schneller nach unten kommen können. Da fährt da gibt es ja auch die neue Gotthard-Strecke, die ja einmal komplett durch den Tunnel geht. Das kann man dann, glaube ich, mit so einem, weiß nicht, diesen Giruno oder wie der heißt, so dieser ICE aus der Schweiz, ich glaube, der fährt da lang und dann kann man irgendwie umsteigen in Bellinzona und dann ist man auch in Locarno. Aber wir haben halt die langsame Strecke mit diesem Interregio gewählt und das allein aus Zürich raus. Man fährt halt an Seen lang. Auf der einen Seite des Sees fährt man lang und auf der anderen Seite sieht man auch einen Zug am See lang fahren. Also es ist irgendwie die ganze Zeit so Miniatur-Wunderland-mäßig. Ja. Naturwunderland im Genau. Groß. Ja, genau. Ja, genau. Genau, also um das mal quasi zusammenzufassen, also die Strecke heißt die Trenggotthardo, die haben die Ja. übernommen, Ja. weil die SBB konzentriert sich halt auf den Basistunnel, auf den Gotthard-Basistunnel. Da gibt es halt diesen Eurocity oder wie ja, in Deutschland heißt Eurocity Express, damit man ihn teurer verkaufen kann, der von Zürich halt bis nach Mailand fährt. Und da fährt man einmal quasi unten lang drunter durch. Das kann man machen, das ist auch deutlich schneller, aber und vor allem wer Lust hat auf 30 Minuten Dunkelheit oder so 20 Minuten Dunkelheit, viel Spaß. Aber ich glaube, der schönere Teil ist dann oben rüber zu fahren. Genau. Ja, und aber noch um den Zug zurückzukommen, also das ist halt, glaube ich, die haben auch irgendwie so ein kleines Bordrestaurant oder so ein Bordbistro. Aber es ist ein absurder Zug und vielleicht Cornelius für dich, um das einzuordnen. Du hast ja gesehen, dieses neue ICE-Innendesign mit diesen Stoffen und so. Das Sofa, das wohnzimmartige Design, ja? Genau, dieselben Also Leute haben was? auch diesen Zug gemacht. Okay, ja. Dann hast du so ein Gefühl bekommst, und das ist noch ein bisschen hochwertiger, also ohne die deutsche Bahngeizigkeit, sondern in hochwertig, hochwertig. Ja, okay. Und so mit Holz und sowas auch drin. Also es ist schon cool. Ja. Und das ist einfach eine beeindruckender Zug und ich glaube, die bauen das jetzt einfach touristisch sehr schön aus. Man kommt halt von Zürich ins Tessin, also in die italienische Schweiz und ist einfach das Ding einfach jetzt. Ja, faszinierend. Ja, Das heißt, krass. ihr wart in Locarno und seid einmal um See rum, habt euch den See angeguckt oder was war euer Plan? Ja, halt einfach irgendwie, ich glaube, danach, wir saßen zu dem Zeitpunkt dann 6,5 Stunden im Zug oder so. Und da ging aber nicht mehr so viel. Genau, und dann waren wir einfach am See da und ja, ich war früher mal da mit meinen Großeltern und von daher kannte ich das irgendwie noch so aus Kindertagen mal. Ja, und es ist einfach sehr, sehr schön da auch. Also es ist halt dann irgendwie die Südseite der Alpen, da stehen halt Palmen rum und ja, es ist so ein sehr Touri-mäßiger Ort, also das ist jetzt so vom Ort her nicht irgendwie das Tollste, was man haben kann, aber es ist schon irgendwie ganz nett und wir waren dann halt einfach sind nochmal in den See reingesprungen und ja, haben den Abend irgendwie im günstigsten Restaurant der Stadt ausklingen lassen Ja. irgendwie, weil die Preise sind schon echt verrückt in der Schweiz, das ist schon echt Wahnsinn. Und Ja. da habt ihr dann da auch die Nacht verbracht oder seid ihr nochmal weitergefahren? Nee, wir haben auch die Nacht da verbracht. Ja. Und dann, wie ging es dann weiter? Und dann sind wir quasi genau einmal nach Westen, nach Domo d'Ossola gefahren. Das ist dann wieder Italien und müsste Piemont sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, und das war auf jeden Fall so eines der Highlights oder vielleicht auch das Highlight. Da fährt so eine straßenbahnmäßig einmal so durch die Alpen und es ist einfach unfassbar schön. Die Strecke ist irgendwie 100 Jahre alt oder fast sogar noch ein bisschen älter. Wird immer noch aufgrund eines Staatsvertrages zwischen Österreich und der zwischen der Schweiz und Italien betrieben. Und ja, einfach da hatten wir zum Beispiel einen Panoramawagen. Ja, also kann man sich mal angucken. Ich glaube, es gibt auch Ja. eine Doku von Eisenbahnromantik darüber. Das ist Ich einfach weiß es. krass. Ich wollte es tatsächlich gerade sagen. Ich meine, ich hatte sogar die Doku habe ich erst vor ein paar Wochen oder Monaten gesehen Ja. und hatte es direkt mir auf die Liste draufgeschrieben. Ja. Das ist diese Centovali-Bahn. Genau, Centovalli, Centovali-Bahn. ja. Und das ist Straßenbahnartiges, trifft schon, glaube ich, ganz gut. Ja.
Ist da auch vor allem irgendwie immer noch auch im Schülerinnenverkehr unterwegs tatsächlich. Also es ist einfach auch ein, ja, sehr touristisch, aber einfach auch Teil der notwendigen, ein sehr notwendiges Bewegungsverkehrsmittel dort. Mhm, genau. Die wird, glaube ich, zurzeit auch bei YouTube immer empfohlen. Ich habe es noch nicht geschaut, aber das ist so der anscheinend der Geheimtipp, eine etwas günstigere Panoramabahn im Vergleich zu der, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, die relativ berühmte und sehr luxuriöse Panoramabahn der Schweizerischen Bundesbahn. Ja. Du meinst den den Golden Pass oder den Glacier Express? Den Glacier Express, genau. Ja. Glacier Express, genau. Den Glacier Express, den habt ihr wahrscheinlich nicht gemacht. Der ist oder kommen wir noch dazu? Ich weiß nicht, ob ich jetzt Spoiler. Nee, den haben wir nicht gemacht. Nee. Genau. Aber genau, aber das ist halt, dann seid ihr in Italien gewesen und da ist ja, was war dann, dachtet ihr, weiter nach Westen, nach Norden, was war euer Ziel als nächstes? Ja, erstmal haben wir noch einen Tag Ruhe gemacht in Italien, ja, um da den leckeren Kaffee zu genießen. ja, und ich weiß nicht, also Learning auf jeden Fall aus der Reise war auf jeden Fall, dass Italien ziemlich cool ist und ein sehr schönes Urlaubsland. Genau, und dann sind wir weiter. Dann haben wir so ein bisschen komische Strecke gemacht, Tatsache. Also wir sind erstmal rüber nach Brig, also quasi einmal durch den Simplon-Tunnel durch, ist das, glaube ich. Rüber wieder in die Schweiz. Das ist also Domodossola liegt quasi so voll einmal durch den Berg, dann ist man wieder in der Schweiz. Und dann sind wir nach Montreux, also einmal durch das Tal der Rhone, die da irgendwo entspringt im, ich glaube, das Berner Oberland oder so ist das. Oder nee, der Wallis ist das. Da sind wir dann durch dieses riesige Flusstal, was auch sehr, sehr beeindruckend war, nach Montreux an den Genfer See gefahren. Ist das diese Golden Pass Strecke dann tatsächlich? Nee, das ist einfach nur eine ganz normale. Okay, weil es gibt ja nochmal eine andere, wo man tatsächlich so ganz komisch sich erstmal runterwindet für Ewigkeiten. Genau, dann sind wir in Montreux umgestiegen und sind da reingestiegen, ja, genau. Genau. Da hatten wir dann leider auch nur relativ kurz Aufenthalt in Montreux. Wir haben ein bisschen den Blick auf den See genossen. Das ist schon sehr, sehr, sehr schön da. Genau, und dann sind wir umgestiegen in den Golden Pass Express oder Golden Pass Line oder so heißt das. Und genau, und die windet sich aus Montreux echt so Kehre um Kehre hoch und man sieht den See nur so ein bisschen und man, also irgendwie dieser See tut sich vor allem auf wie so, genau, es ist die ganze Zeit wie Kino, deswegen, wir sind zu lange gefahren immer, weil echt nach 2 Stunden war der Kopf immer so voll, dass man irgendwie gar nicht mehr konnte. Ja. Genau, und von da aus sind wir dann rüber nach Zweisimmen. Das liegt dann wieder östlich von Montreux. Auch man fährt da so durch so einige Skiorte, die irgendwie relativ bekannt sind. Gestart und sowas, glaube ich, ist da. Mhm. Und von Zweisimmen sind wir dann, also wir wieder umgestiegen nach Spiez oder Spiez, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Spiez ist, glaube ich, das ist Spiez. Ja, cool. Nach Spiez am Thunersee und von da aus sind wir dann nochmal umgestiegen nach Interlaken Ost und in Interlaken. Der ICE fährt auch manchmal hin, ne? Genau. Ja. Bevor wir dazu kommen, also noch die zur Strecke hier, diesem Golden Pass, gibt es auch, ich bin tatsächlich auch schon mal gefahren. Ich habe mal vor einigen Jahren diese Grand Train Tour der Schweiz gemacht. Ah ja. Da gibt es so eine Karte und man kriegt dann so einen kleinen Pass und dann kann man an verschiedenen Orten in der Schweiz, wenn man halt dann dort war, sich so einen Stempel holen. Mhm. Ich habe leider nicht alle Stempel. Mhm. Ich werde es irgendwann noch nachholen tatsächlich. Aber tatsächlich war eine der Strecken tatsächlich dann mit diesem Schokoladenexpress tatsächlich. Genau, das ist so der Specialzug von denen, ne? Genau, der Specialzug ist irgendwie so ein älterer Zug. Da gibt es auch eine Holzklasse und wir hatten irgendwie auch in der ersten Klasse reserviert. Wie in der ganzen Reise tatsächlich. Zu den Tickets kommen wir gleich nochmal, aber total spannend. Und tatsächlich war auch unsere Reise, wir haben es andersrum gemacht. Wir kamen in Interlaken Ost an, einem sehr absurden Bahnhof, weil man, da ist irgendwie, auf der anderen Seite ist irgendwie ein Feld. Ja. Das ist, wir sind nur so 2 Gleise, da steht irgendwie ein ICE rum. Mhm. Und wenn du hochguckst, ist irgendwie ein großer Berg. Ja, voll. Und von da aus ging es dann halt weiter über 2 Sim nach Montreux, genau. Genau. Und in Interlaken selber ist nicht viel tatsächlich. Keine Ahnung, ich war nur am Bahnhof. Ja. Das ist so traurig, da gibt es so Orte, die kennt man von der Bahnansage, hört sie jahrelang und ist dann irgendwann mal da und stellt fest, ach so. Na gut. Ja, aber traumhaft gelegen. Also Interlaken liegt halt zwischen dem Thunersee und dem Brienzersee. Das ist schon,
Sehr, sehr schön da auch, definitiv. Ja, krass. Und ich glaube, von Interlaken aus, das haben wir nicht gemacht, kann man auch noch, wenn man auf das Jungfrauenjoch hoch, Genau, wenn das mich nicht ist alles täuscht. Das ja. hast du wahrscheinlich auch gemacht, Dennis, auf deiner Nee, Supertour da. das haben wir tatsächlich nicht gemacht. Wir haben aus Kostengründen uns tatsächlich die Bergbahn gespart, weil die sind leider relativ teuer tatsächlich. Wir waren tatsächlich mit dem Interrail-Ticket unterwegs und da war quasi bis auf die Reservierung für den Glacier-Express und die auch nicht teuer war, alles inklusive. Aber halt nicht Bergbahn. Und dann ist halt, wir hatten halt uns entschieden, wir machen nur eine Bergbahn. Und das war auf den, auf nicht, auf, nicht aufs Matterhorn, sondern auf das, auf den Berg daneben, auf den Gornegrat. Und da hat das Ticket tatsächlich hin und zurück 90 Franken gekostet. Boah, krass. Genau. Und das war halt dann unsere einzige Sache, weil vom Gornegrat kann man sehr gut aufs Matterhorn gucken. Okay. Man kommt auch mit einer Bahn hoch aufs Matterhorn oder bis zu, also in die Nähe des Matterhorns. Das ist aber noch teurer am Ende. Die Bergbahn leider in der Schweiz, so schön sie auch alle sind, relativ teuer. Ich glaube, das ist das Einzige, so der Pro-Tipp, was zum Beispiel dann inklusive wäre zum Beispiel nach Adgoldau, da kommt man auch dann von Zürich aus, da fährt man tatsächlich auch mit der SOB hin, ist auf den Rigi hoch. Und die Rigi-Strecke also die Rigi-Bahn ist tatsächlich Teil des Generalabonnement-Bereiches und wäre zum Beispiel mit einem Interrail-Ticket mit drin oder zum Beispiel so einem Tagesticket in der Schweiz, was es da gibt. Wenn man das ein paar Tage im Voraus bucht, ist es relativ preiswert. Wer zum Beispiel, das ist auch so das Preistipp, wer Leute in der Schweiz kennt, man kann über die Kommunen, kann man so Tageskarten für die Schweiz kaufen. Und die sind krass subventioniert und am Ende zahlt man vielleicht so 30, 40 Franken und kann den ganzen Tag in der Schweiz fahren. Und das ist, der Rigi ist so ein Tipp, da kann man auf den Hügel hochfahren, tatsächlich mit einer Bergbahn und die ist dann da inklusive. Wie, dann geht man zum Amt und holt sich eine Fahrkarte, oder? Genau. Und die Kommunen verkaufen sie für die ganze Schweiz jeweils? Nee, du musst in dieser Kommune jeweils, in dieser Gemeinde wohnen und Ja. kannst dann diese Tageskarte beziehen. Aber die ist für Das die heißt, man ganze muss einmal. Schweiz. Und die gilt dann für die ganze Schweiz, Krass, genau. ja. Aber ich sag, es gibt auch eine SBB-App, wenn man das einen Tag voraus bucht, gibt es auch so ein Sparpreis-Tagesticket. Und das kann man auch für so 50, 60, 70 Franken, meine ich. Nagelt mich nicht fest, wir verlinken es nochmal an der Stelle. Kann man auch was kaufen, dann kann man sich auch eine kleine Tour tatsächlich bauen. Dann wäre die Rigi von Zürich aus zum Beispiel eine Option. Aber wir waren in Interlaken. Genau. Ja, noch eine spannende Sache in Interlaken oder generell in den Bahnhöfen, das man auch aus Deutschland nicht kennt oder ich nicht kannte, ist halt immer diese Zweispurigkeit, also dass man eine Normalspur ankommt und dann halt immer noch eine Schmalspur weiterfährt irgendwie genau. Und das an Interlaken auch so. Und da sind wir noch umgestiegen in so einen also Regionalzug nach Brienz, quasi an der östlichen Seite dann vom Brienzer See. Und da haben wir dann übernachtet und dann sind wir quasi an einem Tag von Domodossola über Montreux, Zweisimmen nach Brienz gefahren. Da ging da nicht mehr so viel auf jeden Fall abends. Ja, das ist schon abenteuerlich. Ja. Und dann seid ihr schon quasi einmal herum quasi also nicht um die Alpen, um ist das ein bisschen falsch, aber ihr seid quasi einmal über die Alpen wieder rüber, runter zum Genfer See und dann sind wir gerade nördlich quasi. Und was war dann euer Plan? Weiter wieder zurück Richtung Österreich? Genau, weiter, ja, echt wieder Richtung Deutschland dann. Wir waren Ja. dann quasi schon am 8. Tag sind wir dann in Brienz angekommen und am 10. sind wir quasi wieder nach Hause gefahren. Genau, eigentlich nach Brienz. Ursprünglicher Plan war, aufs Brienzer Rothorn hochzufahren. Das ist so ein Gipfel bei Brienz, wo eine Schmalspur-Zahnradbahn mit einer Dampflok hochfährt. Oh. Auch so ein, ich will keine Werbung machen, aber Eisenbahnromantik gefunden. Genau, dieser Brienzer See, unglaublich tolles Gletscherwasser da drin, so eine smaragdgrün-blaue Farbe, sehr, sehr schön. Genau, das haben wir dann aber vorher schon geguckt mit den Tickets und waren so ein bisschen, ah, wir gucken mal, ob wir das wirklich buchen oder nicht, weil einmal hoch und runter kostet 100 Franken. Und die Fahrt ist halt irgendwie so, ich glaube, halbe Stunde, 45 Minuten eine Strecke, also es ist schon echt herbe. Aber ich sehe gerade die Fotos, sind halt so
Panoramawagen ist vielleicht ein bisschen zu groß. Das sind halt so zwei Wagen, die halt oben voll verglast sind, aber sie könnten auch so ein bisschen so Freiluftwagenartig sein und werden von hinten von der Dampflok hochgeschoben. Das ist, ja, sieht wunderschön aus, aber 100 Franken ist schon wow. Ja, und dann in unserem Ticket inbegriffen, deswegen hatten wir uns dann dagegen entschieden, weil wir wollten dann wieder Richtung Winterthur, um da noch einmal zu stoppen. Mhm. War dann auch der, wir fahren so Schiffe auf dem Brienzer See rum, unter anderem so ein historischer, über 100 Jahre alter Raddampfer, der auch noch Dampf, nee, der ist dampfbetrieben, aber nicht mit Kohle, sondern irgendwie mit Öl oder so. Und ist halt irgendwie so ein technisches Denkmal, was auf diesem See rumfährt und ja. Die Lötschberg heißt der, wenn man das mal googeln will. Okay, cool. auch, ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt, auch mal so übers Wasser zu gleiten, war auch sehr, sehr schön. Picknick auf dem Schiff gemacht. Genau. Wunderschön. Und dann war Winterthur quasi eure letzte Station, oder? Genau, dann sind wir über Bern, in Bern nochmal umgestiegen, dann nach Winterthur. Da haben wir noch einmal geschlafen. Winterthur war jetzt nicht so der Hit, aber Winterthur ist alter, weiß nicht, dieser Schlafstätte, also vielleicht ist es vielleicht gemein, so Winterthur zu sagen, aber Winterthur ist halt so nah an Zürich, dass viele Leute halt da pendeln. So. Ja, genau. Aber was cool ist, ich fand, die hatten O-Busse, das hat man eh, glaube ich, ein paar Mal, in Salzburg haben die auch O-Busse, ne? Finde ich immer cool. Zürich hat auch O-Busse zum Beispiel. Ja, ist doch super irgendwie. Ja. Ja. Geht eigentlich ganz gut. Und teilweise in Osteuropa auch noch, ne? Also da so die Ecke. Ja. Tschechien, genau, ich von, auch, ne? Ja. Von Winterthur sind wir dann wieder mit dem Eurocity nach München. Okay, quasi und einmal um den Bodensee herum. Ja, genau, so an der Seite lang. Das ist ja schon eine krass beeindruckende Reise. Wie habt ihr das mit den Tickets gemacht? Also habt ihr gesagt, so, wir buchen von Strecke zu Strecke und dann am Ende des Tages gibt es noch Brot und Wasser, oder was war euer Plan? Habt ihr euch für Interrail entschieden? Was habt ihr gemacht? Ja, ich hatte mich tatsächlich informiert. Ich hatte irgendwie so einen Typen bei Twitter geschrieben, der immer viel über Bahnfahren in der Schweiz irgendwie schreibt, und dann hatte ich den gefragt, hey, kennst du, hast du irgendwie eine Ahnung vom Ticket? Und er meinte, es gibt halt diesen Schweizpass oder sowas, den man auch für verschiedene Tage buchen kann. Ja, dann ist man halt irgendwie an die Schweiz gebunden und das wollten wir nicht so richtig. Und dann quasi in der Planungsphase, ich glaube, das war letztes Frühjahr, als Interrail auf einmal diese 50%-Tickets rausgehauen hat, wo die dann für den Global Pass, den gab es 50% reduziert. Und dann haben wir uns quasi jeder einen Global Pass geholt, der, glaube ich, sonst 650 Euro kostet, und wir haben halt die Hälfte gezahlt dafür. Ja. Geil. Genau, und das war halt super. Ich habe es auch nochmal durchgerechnet, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und ja, also das Angebot war halt unschlagbar. Ja, ich hatte es, glaube ich, eben gerade schon mal erwähnt, es lohnt sich absolut, das Interrail-Ticket zu machen, wenn man viel in der Schweiz unterwegs ist oder in dieser Ecke unterwegs ist, und auch wenn man diese besonderen Züge fahren möchte, also nicht die Bergbahn, aber auch die besonderen Züge, weil sowohl dieser Schokoladenexpress oder beziehungsweise auf dem Golden Pass als auch der Glacier-Express sind ganz normale Eisenbahnzüge, Linien in der Schweiz. Mhm. Sie sind halt nur reservierungspflichtig. Mhm. Und ich glaube, für den Golden Pass hatten wir am Ende 15 Franken Reservierung bezahlt, für den Glacier Express auch kaum mehr, vielleicht 20 oder 30 Franken extra nur. Aber es ist halt eine beeindruckende, krasse Strecke da einfach. Das heißt, es ist wirklich als Empfehlung, Interrail muss nicht weit sein, sondern man kann auch in der Schweiz relativ preisgünstig da unterwegs sein. Musstet ihr irgendwas mit Reservierungen schauen, oder habt ihr euch auf frei verfügbare Züge konzentriert? Einmal, als wir in Bozen Mittagessen waren, auf dem Rückweg hatten wir dann irgendwie geguckt, und dann, wir hatten diese Interrail-App, die ist eigentlich auch gar nicht schlecht, fand ich. Und da wurde dann irgendwie angezeigt, Reservierungspflicht, und dann bin ich da zum Schalter gegangen und dann musste ich irgendwie ein Ticket lösen für den Eurocity dann nach Innsbruck. Mhm. Genau, da mussten wir einmal zahlen. Ich glaube, das hätten wir eigentlich gar nicht gebraucht, aber egal. Und dann habe ich einmal für diese Centovalli reserviert, aber ich glaube, da hätte man auch nicht reservieren müssen, aber ich dachte, okay, safety first. Und dann
Genau, für den Golden Pass haben wir auch reserviert, aber das war nicht teuer für den Golden Pass. Also es war jetzt nicht irgendwie so nochmal 30 Franken, sondern eher so 10 oder unter 10 Franken sogar. Was mich nochmal interessieren würde, bist du jetzt auch in Österreich, ihr seid in Österreich rumgefahren und der Schweiz, da sind ja nun beides, also die Schweiz gilt ja als eigentlich das Bahnland schlechthin, hat glaube ich das dichteste Netz Europas, aber die ÖBB hat ja einen wahnsinnig guten Ruf. Gab es da Unterschiede oder wie würdest du das auch im Kontext zueinander sehen, auch wie die ihre Landschaften erschlossen haben? Ist das eigentlich beides auf hohem Niveau oder gibt es da noch was, was du signifikant herausstellen magst, was dich auch da vielleicht auch noch neu aufgefallen ist an verschiedenen Bahnsystemen für dich? Ja, ich glaube, die Schweiz ist nochmal einfach mehr erschlossen und ist halt einfach nochmal, was Dennis vorhin auch schon meinte, dass es einfach wirklich ordentlich viele verschiedene Betreibergesellschaften gibt. Das ist dann irgendwie nochmal so ganz spannend mit den ganz verschiedenen Zügen. Und in Österreich ist das halt in Anführungsstrichen nur die ÖBB. Ja. Die machen aber auch einen sehr guten Job. Und also das war echt krass, so mit, man fährt da lang und gefühlt jeder Bahnhof wurde in den letzten 3 Jahren mindestens einmal komplett saniert oder komplett instand gesetzt, so was ich aus Deutschland gerade, also ich wohne in Leipzig und dann gerade so die Ecke hier so Nordsachsen, Südbrandenburg, das ist schon, schon crazy, wie die Bahnhöfe da aussehen. Ja, aber jetzt so riesengroße Unterschiede, ich glaube, ja, das Netz ist halt einfach nochmal viel feingliedriger und ich glaube, die Österreich hat halt nicht so viele diese Liebhaberstrecken, die man einfach nur mit extrem viel Geld auch aufrechterhalten kann, wie die Schweiz. Ist pragmatischer dann noch die Österreicher, ne? Ja. Ja. Und aber du hattest ja, quasi ein Zeit- und auch ein Kostenlimit. Du hast aber wahrscheinlich noch ein bisschen mehr recherchiert. Was hat es denn noch dir gerne gegeben, aber hat aus Zeitgründen nicht geklappt? Ja, natürlich irgendwie gerne noch mehr in der Schweiz unterwegs sein. Gerade, also ich habe dann halt immer geguckt, dass wir auch irgendwie wieder zurückkommen und dass es halt natürlich nicht zu lange ist. Also irgendwie so 6 Stunden Zug fahren ist okay, finde ich. An aufeinanderfolgenden Tagen schon anstrengend, aber wenn du halt wirklich die ganze Zeit, also ich weiß, wenn man noch nicht in der Schweiz oder Österreich in den Alpen unterwegs war, man kann sich halt nicht vorstellen, wie unglaublich schön die Landschaft ist und man die ganze Zeit einfach nur rausgucken will. Und dann ist halt einfach der Kopf halt irgendwie voll. Genau, und da muss man halt einfach so ein bisschen gucken, dass die Strecken nicht zu lang werden. Aber ja, klar, halt diese ganze Ost-West-Route mit dem Glacier-Express, das hätten wir auf jeden Fall noch gerne gemacht, aber hat dann halt streckenmäßig nicht reingepasst, weil dann hätten wir irgendwie in die eine Richtung fahren müssen und dann in die andere Richtung wieder zurück, weil der ist ja quasi auch wie so eine Einbahnstraße. Ja. Genau, das haben wir uns dann geschenkt und ja, diese ganzen Seen in der Westschweiz wäre ich eigentlich auch nochmal gern rumgefahren. Also zum Glacier-Express, also wir sind damals von Zermatt nach St. Moritz gefahren über Chur. St. Moritz empfehle ich im Sommer absolut nicht. Das ist der toteste Ort der toten Orte. Ja. Aber von da aus war es wunderschön, tatsächlich über die den Bernina Pass, das ist ja auch ein Weltkulturerbe, zu fahren, der jetzt tatsächlich letztens, wenn diese Folge erscheint, ist es ein paar Wochen her, ja in den Medien war mit diesem 1,7 Kilometer langen Zug, den sie da durch die Gegend geschoben haben. Das war so irre, ja. Ja, gesehen. Verlinken wir in den Shownotes, ist einfach über diese Viadukte und über diese Kreisbögen ist einfach ein beeindruckendes Bild. Von da aus sind wir tatsächlich dann weiter mit der Regionalbahn bis nach Mailand tatsächlich gefahren. Das war dann unser Plan. Das ist auch nur so eine Strecke, die ich empfehlen würde. Also dieses Weltkulturerbe, es bezieht sich auch explizit auf diese Eisenbahn, ist wirklich beeindruckend tatsächlich, was da vor über 100 Jahren in den Felsen, an Tunneln, an Brückenkonstrukten reingehauen wurde. Einfach krass. Ja, definitiv. Ja, ey, total spannend. Hat sich absolut gelohnt, dir quasi den Auftrag zu geben, es mal selber zu entdecken. Ja, voll. Fand ich auch. Ja, das macht Spaß und macht Reiselust, das, was wir jetzt diesen Winter für euch in ganz vielen Folgen haben werden. Einfach am liebsten sofort Ticket kaufen und losfahren, würde ich jetzt auch fast gern, aber Zeit ist nicht da im Moment. Auch gerade so die Alpen als Ganzes zu nehmen, mit Italien, mit Österreich, mit der Schweiz, das ist schon ziemlich großartig. Genau, und da kann ich auch echt nur empfehlen, also wir waren Anfang September unterwegs und es war wettermäßig, hatten wir ziemlich viel Glück, also klar hatten wir 1-2 Tage Regen, aber es war sehr angenehm, so gerade, ich glaube, bei Hitze dann südlich der Alpen kann es durchaus anstrengend werden.
Genau, das war auf jeden Fall auch eine gute Reisezeit, in der man unterwegs sein konnte. Also es ist super. Ja, es ist das so die auch es ist glaube ich ein bisschen Nebensaison ist das falsche Wort, aber so ein bisschen nicht so krass überlaufen wie vielleicht nicht Sommer oder so. Ja, nicht Ferienzeit, ne, aber noch schön, glaube ich. Also bin auch sehr viel im September unterwegs gewesen, auch gerade im Süden, wo es sonst sehr warm ist, dann das ist schon ein guter Monat, ja. Milan, Klar. das war eine absolute Freude. War total super. Vielen Dank fürs Berichten über deine Reise um, in und über die Alpen. Viel, viel, vielen Dank. Danke fürs Gerne. Schwärmen und Mitschwelgen. Das hat einfach wahnsinnig Spaß gemacht. Ja, danke auch von hier. Und Gerne. Ja, eine Sache ja, vielleicht noch, bitte. also an alle Zuhörenden. Es macht auch, also mir persönlich macht es immer wahnsinnig viel Spaß, auch mal zu planen und zu gucken, was so geht und welche Richtungen und die Fahrpläne checken. Und das ist vielleicht auch eine ganz gute Aktivität jetzt für die dunkle Jahreszeit. Dann kann man immer so ein bisschen, kriegt man so ein bisschen Fernweh, was aber so ganz angenehm ist und nicht, man kann sich dann quasi schon mit dem beschäftigen, was dann noch bevorsteht. Sehr Ja, gut netter gesagt. Tipp. Sich im Winter einfach schon mal eingrooven, irgendwo in die Region rauspicken oder mehrere Länder und da kann man wirklich viele Ahnung mit verbringen und irgendwann auch einen guten Eindruck gewinnen und weiß dann meistens auch immer ziemlich genauso geht es mir zumindest, was die nächste Tour ist, ne? Genau. Ihr findet unter der Folge in den Shownotes alle Links. Wir verlinken alles, alles, was wir gesagt haben, ist da drin. Wenn ihr Feedback habt, sendet uns das. Wir sind auf Twitter @Bahnhelden. Schreibt uns gerne Kommentare, schreibt uns gerne E-Mail. Und ihr seid herzlich eingeladen, euch quasi selbst in diesen Podcast einzuladen, so wie es Milan getan hat. Und so viele andere. Es ist immer eine absolute Freude, einfach mit euch über so wunderbare Reiseerlebnisse zu sprechen. Und bis zum quasi nächsten Reisebericht wünschen wir euch weiterhin gute Fahrt. Bis dann, macht's gut. Bis Tschüss. dann. Tschüss. Ciao. Bahnhelden.